So, jetzt befinden wir uns vor einem Challenger Graphit 287 mit einem Hubbett, Preis 55.000, knapp 55.000. Und der dürfte die gleiche Länge haben wie der andere, 6,99 so eine Dreh. Ich frage nachher nochmal genau nach. Und da gehen wir jetzt mal rein, ist auch ein schönes Auto. So, wir befinden uns jetzt im Challenger. Die Länge, haben wir nochmal nachgefragt, ist auch wie der Mageo 6,99. Also, wir haben jetzt hier ein Wohnmobil mit einem Hubbett für zwei Personen. Und wir haben hinten nochmal Einzelbetten. Und haben auch ein sehr, sehr schönes, und das ist, was mir jetzt persönlich besser gefällt, vom Ambiente her ein schönes Raumgefühl und auch ein schönes Design. Also das wäre jetzt so mein Design, was mir besser gefallen würde als in diesem Mageo, der sehr hell war. So, fangen wir mal an. Gehen wir einfach mal so, an. Wir befinden uns jetzt hier in dem Schlafbereich dieses Challenger Graphit. Sehr, sehr viel Stauraum, kann ich nur sagen. Ganz toll. Fangen wir mal an. Hier ist schon mal eine riesengroßen Klappfach. Dann haben wir dahinter in der Treppe nochmal ein riesengroßes Fach. Vielleicht gibst du mir gerade mal die Kamera, dann kann ich das mal zeigen. Das ist wirklich echt tief. Hier passt unheimlich viel rein. Dann haben wir hier einen Kleiderschrank. Auf der anderen Seite nochmal einen großen, richtig großen Kleiderschrank. Ja, Einzelbetten seht ihr. Hier um die Ecke ein Riesenschrank nochmal. Hier um die Ecke auch nochmal. Richtig tiefe Schränke auch. Hier sind Anschlüsse, 120 Watt, 12 Volt. Da nochmal einer. Steckdose, Lichtschalter hier und auch nochmal, nee, das sind Lichtschalter, ich habe gedacht, noch eine Steckdose. Dann haben wir hier hinten nochmal Schränke. Und hier befindet sich nochmal der gleiche Schrank wie dort. Das Einzige, was ich hier vermisse, ist so ein Fach, wo man was reinstecken kann. Für was weiß ich, Lesebrille etc. oder ein Buchablage oder wie auch immer. Das haben wir bei uns nämlich auch nicht. Das ist das Einzige, was ich vermisse hier. Ansonsten ein richtig tolles Schlafzimmer. Auch vom Ambiente, wie gesagt, gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr schönes Raumgefühl hier drin. Auch groß, freundlich, hell auf beiden Seiten, große Fenster und oben nochmal eine Klappe. Super, echt super. So, hier hat man dann die Möglichkeit, auch noch mal das Schlafzimmer zu trennen mit einer kleinen Trennwand, die man einfach hier davor schieben kann. Zack. Und somit ist man auch etwas für sich sozusagen. Dann haben wir hier das Bad. Ja, wie soll ich das sagen? Da muss man eventuell etwas Kompromisse haben. Ein Kompromiss wäre für mich, dass es offen ist, wenn man zur Toilette geht. Es ist oben offen hier. So, wenn man es aufmacht, es ist ein großes Bad. Ja, also mit wirklich viel Platz. Ich gehe mal rein. Also man hat hier mega Platz. Allerdings kann man die Dusche nicht abtrennen. Das Einzige, was wir herausgefunden haben, ist, dass man das aufklappen kann. Und dann kann man den Spiegelschrank und die Armatur schützen. Aber die Toilette wird halt beim Duschen mit nass. Jetzt ist das aber alles so in einem, wie sagt man, nicht Guss, aber es ist alles aus Kunststoff.
sodass man natürlich auch ruckzuck, wenn man das abgewischt hat, alles getrocknet hat. Ja, das ist jetzt so ein bisschen speziell. Müsste man sich überlegen, ob man das mag oder halt eben nicht. Vielleicht gibt es auch sogar noch eine andere Möglichkeit für das Teil hier, aber wir haben es, wie gesagt, bis jetzt noch nicht rausgefunden. Hier haben wir einen schönen Spiegelschrank. Der geht recht schwer auf. Ja. Das ist so ein bisschen, da fehlt mir so ein bisschen, dass es so ein bisschen softiger geht. Aber vielleicht kann man das auch noch einstellen. Ich weiß nicht. Ja, Waschbeckenarmatur hier. Sieht sehr schön aus, muss man sagen. Und das ist jetzt alles, was im Bad an Stauraum halt eben ist. Da fehlt mir auch noch irgendwie so ein bisschen ein Schrank, wo ich was reinpacken kann. Aber dafür gibt es ja halt in dem Wohnmobil genug Schränke. Also gleicht sich das vielleicht auch wieder aus. Hier haben wir die Küche. Viel Schränke, tiefe Schränke, ganz viel Stauraum, wunderbar, gefällt mir sehr gut. Hier auch nochmal ein ganz großer, tiefer Schrank. Was ich auch wieder toll finde, ist, dass hier oben Stauraum ist. Dann haben wir hier noch ein Fach, da ist wahrscheinlich, da ich jetzt noch keine Fernsehhalterung gesehen habe, nehme ich an, dass hier die Fernsehhalterung reinkommt. Hier ist nochmal einfach. So, hier ist der Kühlschrank, ein schöner großer Kühlschrank. Ich finde den eigentlich optimal gelöst, weil der so schön schmal ist und dafür halt eben hoch, einwandfrei. Gefrierfach auch drinnen. Wunderbar. So, dann haben wir hier ein Herd mit drei Flammen. Dann haben wir hier die Spüle. Edelstahlspüle, auch sehr schön. So, und dann haben wir hier auch sogar noch eine kleine, also nicht große, aber eine kleine Ablagefläche, die man hier unten fixieren kann. Ja, dann die Lounge-Ecke finde ich persönlich sehr gelungen, sehr schön. Tisch ist variabel. Kann man also verschieben. Man kann auch noch mal, wenn man möchte, kleiner machen. Ja. Und hat dann hier eine schöne Ecke, wo man abends entspannen kann. Also ein sehr schönes Auto, gefällt mir wirklich besser als der helle. Und es ist ein Automatik. Welcher sagst du jetzt? Findest du jetzt diesen hier besser oder den anderen? Dann beide ihre Vor- und Nachteile. Ich würde den nehmen. Den hier? Ja. Es stört mich das Bad. Das Einzige, was mich hier stört, ist wirklich das Bad. Ansonsten finde ich den auch schöner als den anderen, muss ich ganz ehrlich sagen.